Die drei Auszeichnungen des renommierten deutschen Rock- und Poppreises, sie gibt's in Form von jeweils einer Urkunde. Die Kategorien Bester Solosänger, Beste Popband und Bester Popsong. Für den Freiburger Künstler, der musikalisch breit aufgestellt ist, eine große Anerkennung. Ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung, vor allem, dass ich in drei Kategorien ausgezeichnet worden bin. Und auch, dass mein Song Breathe mit dabei ist, der auch aufs aktuelle Album draufkommt. Sein Studio hat alles, was Musikerherzen höher schlagen lässt. Ein Ort für kreatives Austoben und neue Songs. Doch der Weg bis hierhin war ein langer. Angefangen hat alles bereits in jungen Jahren. Ich habe eigentlich schon immer Musik gemacht, schon als kleiner Junge angefangen. Und ich wollte schon immer Musiker werden und bin dann auch direkt nach der Schule, bin ich dann zum Studieren nach Freiburg gekommen. Habe dann noch ein Jahr in New York studiert und dann eben noch in Kopenhagen Complete Vocal Technique. Und davon profitiere ich viel, von diesen verschiedenen Ausbildungen. Gerade hat Ullmann sein neues Album Climb High produziert. Damit erfüllt sich zudem noch ein lang gehegter Wunsch für den Sänger und Musiker. 5 Songs gepresst auf eine Vinyl-Langspielplatte. Eine Vinylplatte war schon immer mein Traum, den ich jetzt verwirklichen werde. Und natürlich gibt es das auch auf CD und auch digital. Bin gerade in den Endzügen, also jetzt mache ich gerade das Mastering. Mein Konzept ist, dass ich auf der einen Seite 5 eigene Songs drauf habe, mit Band produziert, und auf der anderen Seite die gleichen 5 Songs akustisch. Da bin ich extra nach 2000 gefahren in die alte Zigarrenfabrik und habe die B-Seite dort aufgenommen. Und die Aufnahmen sind wirklich sehr schön geworden. Daniel Mudrak hat das Ganze aufgenommen und produziert und wir sind sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Die andauernde Corona-Pandemie lässt so gut wie keine Live-Auftritte mehr zu. Doch glaubt der Vocal Coach und Musikproduzent fest daran, irgendwann geht's wieder normal weiter. Im Moment müssen wir sogar mit Maske unterrichten. Aber ich bin froh, dass wir jetzt im Moment nicht online unterrichten müssen, was immerhin während dem Lockdown schon mal eine coole Sache war, dass es überhaupt möglich war. Aber es ist dann schon doch nochmal was anderes, jemanden direkt hier zu haben und wirklich direkt mit jemandem kommunizieren zu können und arbeiten zu können. Bleibt zu hoffen, dass das kommende Jahr ein besseres wird. Etwa was die Live-Musik von und mit dem Freiburger Künstler betrifft. So oder so steht eines jetzt schon fest. Neue Melodien aus Jans Feder gibt's im Frühjahr